Moin, hey, was hast du für ein... Digga, den gibt's doch auch nicht! Ich werde mich durch die Wand glitschen und dann ans Ziel teleportieren. Hä? Hallo! Wo kommst du denn jetzt her? Du kriegst deine 10.000 Juwelen nicht! Bruder, was hast du denn gemacht? Du bist wieder... Das ist doch wieder Deathbit oder so! Hey Leute, ich muss auf jeden Fall ein bisschen schnell gerade sein, weil Kevin ist schon im Talk und ich werde ihn heute in 5 verschiedenen Challenges so lange pranken, bis der komplett ausrastet. Ich habe 5 verschiedene Pranks vorbereitet, Leute. Und ich werde gleich zu ihm gehen und sagen, ey Kevin, lass mal um 10.000 Juwelen spielen. Wenn du eine Challenge gewinnst, gewinnst du 10.000 Juwelen. Ich bin mal sehr gespannt, wie er reagieren wird, Leute. Wir haben verschiedene Pranks in Minigames, Stardrop Openings, Skin Contests und so weiter am Start. Und ich würde sagen... Let's go, ich entmute mich mal. So, moin Kevin, was geht? Hallo. Na? Moin, moin. Du, ich habe ja dir noch gar nicht verraten, was wir heute machen. Schieß los. Und zwar, ja, wir haben uns ja länger nicht mehr gesehen und ich dachte so, ey, wenn wir uns jetzt wieder nach längerem Mal hier im Call treffen, lass mal ein bisschen zusammen zocken. Ich habe 5 verschiedene Challenges am Start, die du gegen mich spielen wirst. Und wenn du eine mindestens davon gewinnst, okay, dann kriegst du 10.000 Juwelen von mir. Aha! Ja. Ja, bin ich dabei. Bist du dabei? Sagst du auch, hast eine gute Chance, oder? Ja, natürlich. Kannst du mir direkt eigentlich schon jetzt geben. Wir müssen gar nicht erst anfangen, Lukas. Ja, alles gut. Kevin, lass erstmal einen neuen Account machen. Dann gucken wir mal, wer in 10 Minuten mehr Pokale pusht auf einem neuen Account, okay? Erste Challenge. Okay. Okay, let's go. Okay, Kevin, also... Ich würde sagen, wir sind jetzt beide ready, neuer Account und ich werde jetzt hier auf dem iPhone einen 10-Minuten-Timer einstellen, okay? Ja. Und die erste Challenge ist, wer in 10 Minuten mehr Pokale schafft. Was denkst du, schaffst du es? Ja, natürlich. Warte! Stopp! Ja, Leute, ich habe schon mal hier bereit gemacht. Alter, jetzt geht's richtig los, Junge! Pro-Mode, okay. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und Zeit läuft, okay. Matchmaking-Fehler. Oh, Kevin. Okay, Leute, wir sehen auch nicht das Bild vom anderen natürlich, ne? Weil wir sollen ja nicht wissen, wie viel Pokale der andere hat. Lukas, du musst dich warm anziehen. Schau meine Cap. Oh, warte. Sorry, Kevin, ich hab gerade angerufen. Ja. So. Also, Leute, was Kevin nicht weiß, ich habe einen anderen Account vorbereitet. Und ich werde ihn richtig, richtig hops nehmen und ein bisschen rumtrollen. Digga, wie läuft bei dir? Bei mir läuft schon mal richtig, richtig gut, Mann. Ich hab schon den ersten Win. Digga, ich bin in der ersten Runde. Was für erster Win? Ja, Bro. Einfach, alle sind in die Mitte gerannt. Ich hab sofort den Win geholt, Mann. Ja, natürlich, Bro. Oder was denkst Bots du denn? Doch, die Bots sind doch lost. Wie soll das denn gehen? Ja. Die Kunst ist ja einfach immer nur zu predikten, wo der Letzte steht, weißt du? Aha, und da hast du so eine Schnüffelnase für, oder wie? Richtig, richtig. Ich nicht. So, okay, Leute. Und nächste Runde. Let's go. Wie nächste Runde? In welcher Runde bist du denn? Ja, in der zweiten. Ich bin noch in der ersten. Genau. So, okay. Oh, Alter. Jetzt schon wieder Showdown. Das ging ja richtig schnell, Digga. Ich bin jetzt mit der ersten Runde fertig. Ja, aber wir machen nichts irgendwie. Was machen aber nichts irgendwie schon mal mit so Brawlern und sowas freischalten, ne? Nee, also einfach normal spielen. Ich meine, wenn es dir hilft zum Pushen, kannst du von mir so Brawler freischalten, weißt du? Ja, das hat Pookie nämlich damals immer gemacht in unserem Push-Battles. Dann hat er auf einmal so ein Opening gemacht. Ja, also wie gesagt. Wenn du denkst, dass es dir hilft, dann mach das, ne? Also, ja, das musst du auf jeden Fall entscheiden, sag ich mal so. Ja, und weißt du, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, so für 5.000 Euro Gems aufzuladen für dein Video, kriege ich dann das Geld von dir? Ja, nein. Oh, schade. Aber du spielst doch eh um 10.000 Juwelen, wenn du denkst, es hilft dir, weil du musst ja nur eine Challenge gewinnen. Meinst du, das ist ein gutes Investment, oder was? Ja. Nur eine Challenge muss ich gewinnen? Ja, nur eine von den 5. Ach so, bist du so siegessicher, oder was? Ja, Bro, natürlich, Dann schneide ich jetzt mal haarscharf an hier. Pass mal auf. Ey, Bro, natürlich, ich werde dich hops nehmen. Ich meine, ich habe doppelt so viel Pokale wie du. Ey! Ja, was? Das ist nur ein Anzeigefehler. Und Kevin, weißt du auch noch was? Es kommt auf die inneren Werte an, Lukas. Ja, weißt du, auf welche Werte es noch ankommt? Auf welche? Der Eierkopf wurde wie Boxecke zersmasht! Hey, hallo! Ja, was sagst du dazu? Entspann dich jetzt mal hier. Ich bin jetzt schon in der nächsten Runde, Lukas. Ja. Bam! Let's go! Ich habe schon Siegesserie. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin in der dritten Runde. Also ich habe an sich auch eine Zweier-Siegesserie halt. Ja, du hast eine Zweier-Siegesserie, ne? Ja. Also bei mir ist tatsächlich schon die 5er-Streak am Start. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber... Ja. Jetzt sag mal so auf reale Basis, welche Runde bist du gerade? Du, auf ganz reale Basis, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt in der 4. Okay.
Und du? Ja, ich bin in der dritten. Also wie gesagt, du kannst auch gerne einen Brawler kaufen, whatever, wenn du denkst, das hilft dir, ne? Also mir ist das tatsächlich egal. Na, nicht. Ich mach das erstmal hier mit fairen Mitteln. Ja, erstmal mit fairen Mitteln, ne? Und wenn es gar nicht gut läuft, Lukas, dann kommt der Melonenschäler. Da kommt der Melonenschäler. Also Kevin, ich will mal nur so viel sagen, noch 6 Minuten. Ja, ja. Also streng dich mal an. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Pokale du gerade schon am Start hast. Digga, der letzte ist schon wieder hier irgendwo im Nirgendwo. Der ist irgendwo im Nirgendwo. Ich habe tatsächlich auch mir jetzt einen anderen Brawler gekauft, ne? Weil ich dachte das ja selbst auch. Hast du dir Melody geholt, oder was? Digga, Melody ist so geisteskrank OP, sage ich dir. Ja, anders, ne? Es ist wirklich krass. Also ich verrate dir tatsächlich nicht, welchen ich mir geholt habe. Hey, wo ist jetzt der letzte? Ah, da. Bruder, ich schwöre, ich bin links gelaufen, er ist rechts gelaufen, er ist die ganze Zeit einfach andere Seite der Map irgendwie gewesen. Ja, aber Kevin, ich habe noch eine Frage. Stimmt es eigentlich, dass, also mir haben das ein paar Leute in den Chat geschrieben, dass du mich dissen willst? Oh, Lukas, ich habe schon mit ChatGPT die Zeilen ausgearbeitet. Ey, was für ChatGPT, Junge, bei mir kommt das aus dem Herzen. Du weißt doch, ich bin ein hochmodernes Ei. Dann mache ich das mit ChatGPT. Ah, verstehe. Aber mehr verrate ich dir nicht, Lukas. Ja. Ich sammle hier schon die Melonen. Die werden hier schon gehortet. Brauche ich alle noch. Die werden ja schon gehortet. Okay, krass. So, Kevin. Also, boah, ich sag mal so, Bro. Bei mir läuft extrem gut gerade. Also wirklich heftig. Oh. Ja. Ich würde sagen, ich kaufe nochmal jetzt ein paar Münzen. Hä? Münzen? Ja. Oh, let's go. Digga, ich habe so viele Münzen gekauft. Alter. Bruder, warum kaufst du Münzen? Hä? Bist du los? Nee, ich tue nur ein bisschen Brawler upgraden, weißt du? Ich spiele lieber mit Power 11. Das geht schneller. Ja, und ich bin gerade einfach Zweiter geworden. Du bist Zweiter geworden, sagst du. Wie lange noch? Noch genau 4 Minuten und 10 Sekunden. Dann schauen wir mal. Ja. Let's go, Junge. Wupp, wupp. Ey, bei mir läuft richtig gut gerade. Also, oh, Digga, die Shelly, die hab ich gar nicht gesehen. Ich war das. Heißt du TG at Secret? Lol, heißt du Kevin? Ja. Oh, ja, das bin ich. Ja, du hast gerade. Digga, wie hast du schon Dings? Jackie? Wie geht das? Ja. Ja, Bro, ich hab, wie gesagt, kurz Startup Opening gemacht, weißt du? Ich hab einfach schon ein paar Sachen geholt, weißt du? Jetzt sag mal, Lukas, auf reale Basis, ja? Auf ganz reale Basis? Von Melone zu Ei, von Ei zu Melone, ja? Ja. Ohne Schummeln. Welche Runde bist du? Ja, okay, Runde Nummer 7. Okay, ich kann es dir gar nicht sagen, welche Runde ich bin, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube nicht Nummer 7, das ist schon ziemlich viel. Ja, tatsächlich schon, ne? Bruder, hier ist die Tochter von Wednesday, hier war Friday gerade. Die Tochter, was? Friday? Was für Friday, Bruder? Da war gerade so eine Shelly, die hieß Friday. Hey, was ist das denn jetzt? Ja, Kevin, beeil dich doch mal langsam. Wir haben noch 2 Minuten 35, ne? Hey, ist schon wieder Friday. Wie Friday? Und schon wieder TG at Secret. TG at Secret? Und Rico weggeklatscht. So ein Ding ist das. Und hier ist Zero Bot. Bruder, du bist in meiner Runde. Du heißt der Nullbot. Nee, Bro, ich bin kein Bot. Ich bin Pro. Digga, ich habe eine Dreier-Siegesserie. Dreier? Oh, epischer Stardrop. Ich hab einen Brawler! Ey, was hast du? Poco! Was? Nein, als ob. Doch. Du hast dich selbst gezogen. Ich hab mal Poco aus dem Stardrop gezogen. Na. Also noch eine Minute, Kevin. Streng dich jetzt mal richtig an. Also, boah, ich bin gerade richtig, richtig krass am Tryharden, Bro. Alter, bin ich am Tryharden. So. Das ist echt sehr, sehr anstrengend, die Challenge. Aber ich bin gerade schon richtig gut dabei. Bruder, mir läuft der Schweiß hier an der Stirn runter unter meiner Brawl Stars Mütze. Alexa macht den Ventilator an. Und hat Alexa Ventilator angemacht? Nein, sie hat gesagt, es gibt keine Gruppe mit dem Namen Ventilator. Keine Gruppe? Okay, ja. wie viel Zeit noch? 16 Sekunden! Wenn ich jetzt noch eine Runde starte, dann zählt die noch, ne? Ja. Okay, oh, und hast du noch gestartet? Ja, ich bin drin. Oha, Maschine. 6, Junge, 4. Ich sag dir, Lukas. Ja, ich habe auch noch eine gestartet. Ich sag dir, besser als ich jetzt gepusht habe, geht nicht. Timer um. Was hast du? Digga, hier ist schon wieder ein TG at Secret. Was soll das heißen, TG at Secret? TG at Secret, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du den Glitch kennst, sag ich mal so. Was, den Glitch? Ja, was den für ein Glitch? Hä, ja. Wir haben gesagt, ohne Glitches, oder nicht? Ja, der Glitch ist ja ganz normal im Game, den kann jeder benutzen, ne? Aber weißt du schon wieder irgendwas, was ich nicht weiß? Ich habe letztens erst einen Mythentesten gemacht. Ja, hattest du nicht den Mythos drin? Nee.
Ah, lol. Ja, der. Let's go. Ja, ich bin fertig mit meiner Runde. Okay. Ich sag dir ehrlich, ich habe gut gepusht. Außer eine Runde habe ich alles geholt. Okay, ich würde sagen, lass mal Bildschirmübertragung dann machen. Ja, okay. Okay, 3, 2, 1. So, jetzt sehe ich's. Lol. Wie viel hast du? Du hast 93. 246? Ja. Bruder, was ist das für ein Account, wo du bist? Ja, Bro, ich hab, also der war auf 0 Pokale. Ich hab Shelly auf 225 hochgepusht, Power 2. Hä? Auf ganz easy. Und schau mal. Hä? Digga, warum hast du alle Brawler? Bro, ich hab ultra hast viele du Juwelen. Opening gemacht? Ja, ja, ich hab ultra viele Juwelen ausgegeben. Ich hab geistkrank viele Brawler geholt. Und schau mal, ich hab auch ein paar Runden gespielt hier mit Poop Spike. Hä? Ja, ja, der Glitch geht auch nur mit Poop Spike. Da werden die Trophäen halt auf den Gesamtstand übertragen nur, aber nicht auf den Brawler. Bruder, was hast du gemacht? Wir haben doch gesagt, neuer Account. Ja, Bro, ist ein neuer Account. Guck, ist das der von gerade? Zeig. Ja, ich habe hier die ganzen Games gespielt, siehst du? Was war das da unten gerade? Was? Hier. Da, ja. Ja, Kevin, gib's einfach zu, du hast verloren. Wir kommen jetzt zur Runde 2, ne? Aber Lukas, nächste Runde bitte... Wir wollen das ja hier mit fairen Mitteln machen, ja? Ja, ja, okay. Normal. Nächste Runde. Hey Leute, ich glaube, Kevin ist jetzt schon richtig sauer. Ich glaube, der hat ein bisschen Braten gerochen. Aber bei Runde 2, Leute, wird es noch ehrenloser. Und ich würde sagen, let's go. So, Kevin, Runde 2. Kannst du auf jeden Fall auf deinen Main-Account gehen. Und da spielen wir eine Tresorraubrunde gegeneinander. Also, Kevin, ich habe auf jeden Fall eine 1 vs. 1 Tresorraub-Map erstellt, ne? Für die nächste Challenge. Weil ich bin mal sehr gespannt. Das kommt aber zum einen auf Skill an, ne? 1 vs. 1 und ein bisschen battlen. Kannst du dir mal die Map angucken. Und ich würde sagen, guck dir mal die Map an. Ich mute mich mal und du dich auch, würde ich sagen. Dann können wir ja so jeweils überlegen, welchen Brawler wir nehmen, okay? Ja, okay, alles da. Okay, ich mute mich kurz. Also Leute, Kevin hört mich jetzt gerade wieder nicht. Und zwar habe ich auf jeden Fall eine Map gebaut, und zwar diese hier. Und Kevin wird jetzt wahrscheinlich so denken, okay, die ist komplett frei, damit so irgendwie so ein Sniper-Brawler oder so. Aber ich werde jetzt die Map heimlich austauschen, ohne dass er es merkt, weil er ist gerade im Brawler-Menü und checkt es nicht. Die heißt auch Tresorraub, nur mit einem Leerzeichen. Und die sieht eigentlich sehr ähnlich aus, das heißt, er wird bestimmt nicht nochmal gucken. Ich habe hier aber die Spawn-Punkte vertauscht und eine Wand gemacht. Das heißt, wenn ich Glück habe, ist er ausgeschlossen von mir und ich kann sofort den ganzen Tresor killen. Und er wird gar nicht checken, dass er beim falschen Tresor steht. Leute, das ist eigentlich der beste Plan ever. Und ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich Tara dafür. Und zwar mit, hier den Begleitern. Ich würde sagen, wir machen auch nochmal hier die Stärke hoch. Damage vielleicht auch nochmal. Und ja, dunkles Portal. Okay, bist du ready? Ja! Dann let's go mit der Runde. Okay. Bruder, warum spawn ich oben? Was für oben? So. Bruder, ich bin auf deiner Seite von deinem Tresor gespawnt. Was? Ist das so gewollt? Hä, was ist gewollt? Ich bin auf deiner Seite von dem Tresor gespawnt. Ja, hast du die Map nicht angeguckt? Nein. Bro, wie, du hast die Map nicht angeguckt? Also doch. Hä? Let's go. Ey, Kevin, ich hab doch gesagt, guck dir ganz genau die Map an. Hä? Ja, hä, hast du dir nicht die Spawnpunkte angeguckt? Wieso hast du überhaupt Brock genommen? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Ja, Kevin, hallo. Das war die zweite Challenge. Wir haben nur noch drei. Du musst eine davon gewinnen. Digga, die Map sah gerade eben ganz anders aus. Wie? Ja, das war so noch nicht so. Da hätte Brock voll Sinn gemacht. Bro, hast du ich irgendwie... Ich bin auf einmal random auf deiner Seite oder so gespawnt. Digga, hast du irgendwie einen Knick in der Optik, Bro? Digga, ich habe gerade noch im gemuteten Part gesagt, ich nehme jetzt Brock, weil der gut ist. Dann kann ich noch so einen Schuss oder sowas ausweichen von dir. Ja, ich weiß nicht. Egal, dann lass halt jetzt mal dritte Challenge machen, okay? Ja, okay. Okay, wir machen jetzt einen Skin-Contest, Kevin. Also komm, da wirst du ja wohl bestimmt mithalten können. Ja, easy. Ich hab krasse Skins. Okay, ich gehe jetzt auf den Main-Account und dann machen wir einen fetten Skin-Contest, ne? Okay. Let's go. Okay, Leute, was Kevin nicht weiß... Ich werde natürlich heimlich wieder mit einem Deathbit-Skin pranken, Leute. Ich werde jetzt gleich heimlich auf den Deathbit gehen, aus der Lobby raus, wieder rein. Deswegen soll Kevin die Lobby auf jeden Fall machen. Und dann werde ich mit dem krassesten Mecha-Leon, Mecha-Cold und so weiter richtig flexen, Leute. Aber erst, noch nicht in der ersten Runde. Okay, Kevin, kannst du die Lobby einmal kurz machen? Ja. Okay. Lass drei kurze Skin-Contest-Runden machen, hätte ich gesagt, für die Challenge, ne? Dann lass nochmal muten und dann überlegen wir uns, so welchen Skin wir nehmen, ne? Ja, okay. Also Leute, ich bin mal sehr gespannt, was Kevin jetzt nehmen wird. Ich werde auf jeden Fall
Ja, als ersten Skin jetzt einfach mal so Cartoon Spike nehmen, weil ich finde den eigentlich ganz geil. Poop Spike ist ja eher so ein Meme, Leute, ne? Aber der Toon Spike, der ist wirklich, wirklich krass. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mal. Bin gespannt, was Kevin auf jeden Fall wählt. Und ja, ich würde sagen, let's go, Leute. Okay, Lukas, ich bin bereit. So, dann, ey, du hast so lange gebraucht. Ich hoffe mal, du hast echt einen guten Skin jetzt ausgewählt. Ja, ja, auf geht's. So, Kevin, jetzt bin ich mal ultra gespannt, welchen du genommen hast. Hey! Digga, das ist ehrenlos! Mann, Digga! Oh mein Gott, du hast einfach Star Shelly genommen, Junge. Ja, ich habe automatisch jetzt schon gewonnen, die Runde. Also 10.000 Gems, let's go, guck, inklusive Pin. Ha! Ja. Da guckst du doof in die Wäsche. Ja, Digga, ey, das ist... Digga, du weißt einfach, dass der einzige Skin, den ich nicht hab, ne? Deswegen hast du ihn genommen. Ja, klar, natürlich. Ja, okay, Kevin, ich geb dir sogar den ersten Punkt hier im Skin-Contest, okay? Ja, finde ich gut. Warte mal, machen wir mehr Runden im Skin-Contest? Ja, ja, 3 Runden. Ah, okay, ja, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, Runde 2 und okay, let's go. Wir. Okay, Leute, ich bin jetzt gemutet und jetzt kommt der Part. Ich gehe jetzt hier aus der Lobby raus und gehe ganz schnell in den DevBuild-Account rein. Also, Leute, ich habe es wirklich geschafft. Ich habe ganz schnell die Lobby geswitcht, während Kevin die ganze Zeit nach Brawlern geguckt hat. Und ich wähle jetzt einfach mal folgenden Skin aus, Leute. Wir gehen mal zu Leon. Und zwar, ich weiß nicht, ob Kevin das überhaupt weiß, aber der Mecha-Leon ist ja noch gar nicht draußen. Oh mein Gott, mir fehlen noch Gems, Leute. Ich muss ganz schnell noch Gems aufladen. Okay, Leute, wir sind zurück. Und ich würde sagen, kaufen. Let's go, Junge. Alter, ich werde ihn so damit zerstören, Junge. Guckt euch diese Pins vor allem auch mal an. Digga. Let's go, Leute. Einfach mal auswählen und let's go ins Game. Okay, Kevin, jetzt bin ich mal gespannt. So. Welchen Skin du da treffen genommen wir uns wieder hast. In der Mitte, ne? Genau, lass mal in der Mitte treffen, würde ich sagen. Ja, warte, ich bin gleich da. LOL! Digga, was hast du denn da für ein Skin, Digga? Ja, Kevin, schau mal. Ich habe hier einfach mal den guten alten Mecha-Leon, Junge. Hä? Hallo, das geht noch gar nicht. Ey, hallo, ey! Du hast mich gekillt, Digga, was soll das? So ein 31er, Digga, man kann den Skin noch gar nicht haben. Digga, was laberst du, Mann? Ich hab mach den schon. Mach vernünftig jetzt eine Digga, Runde. Ich bin doch hier im Creator-Programm drin. Ja, aber mach vernünftig, Digga. Ich kann den Skin ja nicht mehr haben. Digga, hast du nicht mitbekommen, dass der für Creator rausgekommen ist im Posteingang? Nein, ja, aber... Gerade gestern erst, Junge. Zweite Skin-Contest-Runde geht an mich. Lass Runde 3 jetzt machen, ne? Hallo, nein! Doch, hallo, jetzt überleg dir mal einen guten. Digga. Was für unfair! Ja, okay, komm. Die letzte Runde, die kannst du gar nicht gewinnen. Ja, okay. Also, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder raus. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal einen noch krankeren Skin, würde ich fast schon sagen. Und zwar einen Colt-Skin. Leute, ihr wisst alle, welchen ich meine. Bruder, Mecha, Colt Bro, oh mein Gott. Oder auch, nee, ich habe noch eine bessere Idee, Leute. Ich habe noch eine bessere Idee. Vertraut mir, der Skin ist, glaube ich, auch noch nicht draußen, soweit ich weiß. Und zwar hier, der blaue König Frank. Digga, das ist auf jeden Fall, also wenn Kevin das weiß, ne, dass es den noch gar nicht gibt, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Der ist auch legendär, der Skin. So, Lukas, so, also. Kevin. Wo bist du? Ey, ich bin hier in der Mitte wieder. Wo bist du denn? Ah, lol. Ah. Moin, hey, was hast du für ein... Digga. Digga, den gibt's doch auch nicht! Doch, Digga, den gibt's im Supercell-Dingens. Hier, blauer König. Bruder, was laberst du? Hä, wie der? Was denn jetzt? Hä, warte mal, was hast du überhaupt für einen Namen, Digga? Bist du auf deinem DevBuild-Account? Du hast gesagt, das ist dein normaler Account, wo du die Skins geschenkt bekommst. Ja, 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 ja. Ja, gut, ich meine, ist doch jetzt nicht. Wir haben doch nicht gesagt, mit welchem Account ich reinkommen darf, Kevin. Hä? Du warst doch gar nicht mit deinem Hauptaccount hier. Ja, Digga, ich habe halt Account geswitcht. Was soll's, Kevin? Es geht doch um Bruder, die Skins, nicht um den Account. Ich kann doch die Skins nicht mal haben. Ja, ja, es geht doch aber trotzdem um die Skins. Meiner ist krasser. Was willst du denn sagen? Nein, deiner ist nicht krasser. Meiner doch, ist krasser. Bro. Phoenix Crow, Digga. Digga, guck dir mal meinen an. Blauer König, Digga. Ich bin der Einzige. Ja, Digga, ich hab gewonnen. Komm. Der Einzige weltweit, der den hat. Ja, Kevin. Yo. Also, hier, ja, schau dir mal an. Jeder Creator hat den halt. Ja, Digga, Kevin, komm. Gib's zu, du hast auch die Challenge nicht gewonnen. Und ist doch egal, welchen Account ich jetzt genommen habe, Mann. Ja, ich würde sagen, komm. Du bist ja der Minigame-Experte. Challenge Nummer 4 ist ein Carl Run, okay? Da kannst du jetzt wirklich mit Skill überzeugen. Carl Run. Lukas? Ja? Mach mal die Hände hoch. Sag jetzt, ich heiße Lukas die Melone und ich werde nicht irgendwie mit Unvermitteln probieren, die Runde hier zu gewinnen.
Ich bin Lukas die Melone und werde gewinnen, auch ohne unfaire Mittel, Kevin. Das Ei. Okay. Ja, okay. Alles klar. Let's go. Das ist okay jetzt für mich. Auf geht's. Also, Kevin, hier ist auf jeden Fall der Karl Run. Sorry, der heißt Bibi Run, ist aber ein Karl Run. Ganz normales Minigame. Da kannst du auch wirklich, wirklich jetzt mit Skill gewinnen, weißt du? Was willst du mir jetzt damit schon wieder sagen? Ja, du beschwerst dich ja die ganze Zeit. Unfair. Mi, höre ich nur die ganze Zeit. Ja, natürlich. Es ist auch alles unfair, was du machst. Ach, Quatsch, Alter. Ich würde sagen, Freunde, schreibt alle mal in die Kommentare Hashtag Melone unfair, wenn ihr bis hier geguckt habt. So. Ey, Leute, und ich werde jetzt einfach heimlich mich durch die Wand buggen. Das weiß Kevin noch gar nicht. Der kennt meine Map nicht so gut. Der weiß das nicht, wie das geht. Ja, Lukas, endlich mal dein normaler Account, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, wurde aber auch mal Zeit, dass du hier keine Faxen machst. So, Leute, ist mir egal, was Kevin redet. Ich werde jetzt mich durch die Wand glitschen und dann ans Ziel teleportieren. So. Weil damals im 100-Stunden-Stream, ich habe deine Map studiert. Oh. Ich habe hier alles studiert, ja. Nein, guck, ich habe richtig Bruder, verkackt, Junge. Das ist Karma, Digga. Ganz ehrlich, das ist Karma. Jetzt sieht die Melone nämlich, wo der Pfeffer wächst, Bruder. Im Boden wächst die Melone nämlich. Nicht ins Tageslicht. Eier, die sehen immer das Tageslicht, Digga. Die haben ein schönes Leben. Digga, du übertreibst total, Mann. Lass mich doch mal in Frieden hier. So. Alles ganz entspannt, Digga. Lukas, so. Ich schwöre dir... Oh mein Gott, ich komme aber gut hinterher gerade. Lukas, ich schwöre dir, das ist alles Karma, Bruder, was du jetzt gerade kassiert hast. Ich bin hier mit so einem großen Abstand... Hä? Ha! Wo kommst du denn jetzt her? Haha, Kevin! Bruder! Na? Hey! Hey, ich hab mein Gadget verkackt! Ah, wirklich jetzt? Hä, hey, wo bist du? Ja, Bro, ich weiß nicht, was hast du gemacht, Mann? Hä, hey, ich hab ganz normal die Runde gespielt, wo kamst du da gerade her? Hä, hey, Bro, es gibt noch einen zweiten Weg. Was für ein zweiter Weg, Digga? Ja, Digga, wenn du den nicht gefunden hast, tut's mir halt leid, ne? Bruder, was machst du denn? Ja, ich bin jetzt am Ziel, denn ich hab auch den Karl Run gewonnen, Kevin. Bruder, ganz ehrlich, du machst ja irgendwelche Spiele, Digga. Was für Spiele, Digga? Du hast doch selbst die Map gesehen, was soll ich denn hier gemacht haben? Ich hab keine Ahnung, irgendwas mit Deathbild oder so schon wieder. Ja, was für Deathbild, Bro, ich hab auch keinen fliegenden Karl hier. Aber ich sag dir, Kevin, eine letzte finale Chance gebe ich dir noch. Du hast ja noch von eben deinen Account, ne, mit Shelly vom Pushen. Lass uns einfach mal einen Brawl Pass durchkaufen beide und wir gucken, wer zieht mehr Brawler aus Star Drops. Ganz einfach. Da geht's nur um Glück. Wenn du es schaffst, 10.000 Juwelen. Du musst nur Glück haben. Danach gehe ich aber auch weg, Digga, wenn ja. Du findest, hier wieder irgendwelche... Safe. Ganz ehrlich. Okay, Kevin, ich bin jetzt hier am Start. Du auch? Ich hab nur Shelly. Ja! Okay, dann lass mal den Brawl Pass holen, okay? Okay. Leute, in der Zeit, wo Kevin abgelenkt ist, bin ich auf den Dev-Bild gegangen und ich habe hier auf jeden Fall die Möglichkeit, nur legendäre Star-Drops zu öffnen. Und das wird mein finaler Prank an Kevin, wo er richtig ausrasten wird. Ich werde so viele Brawler bekommen und er gar keine. Das wird zu krank. Wir sehen nicht die Sicht vom anderen, das heißt, es ist am Ende natürlich eine Überraschung. Kevin, ich würde sagen, bist du bereit? Ich sehe nur deine Facecam. Genau, ich auch nur deine. Ich sehe nur das, die glänzende Melone. Ja, okay, ich bin bereit. Let's go, ne? Ja, okay. Also erstmal durchjammen einmal, ne? Dann einfach durchöffnen hintereinander und ich würde sagen, let's go. Erster Start. Oh, legendär direkt, Digga! Bam! Ja, komm! So, das glaube ich dir nicht. Und direkt mal. Warte mal. Komm. Oh, legendärer Stardrop! Und? Au, okay, 1000 Bling, ja? Ja. Wie ist es bei dir bisher? Also. Warte kurz, meine Oma kommt gerade rein. Ja. So. So, Lukas, ich werde dich jetzt richtig abziehen. Pass auf. Ja, wie viele Brawler hast du schon, um ehrlich zu sein? So selten, super selten. Mythisch. Bam, Digga, wieder legendär. Hä? Und? Digga. Ja, Junge! Hä, was hast du? Direkt mal Sprout gezogen, Bruder. Ja! Digga, ich habe jetzt auch den ersten. Und zwar Ems. Oh, mythisch. Lol. Let's go. Und... Okay. Ah, Digga, 500 Blink. Bei welcher Stufe bist du schon so circa? Oh, warte, ja, legendär schon wieder! Warte, wir haben jetzt, welche Stufe ist das? Ich weiß nicht, aber ich muss erstmal gucken, welchen Brawler ich ziehe. Ja, guck mal.
Ah, ja, ist okay, Leon. Let's go, nächster Brawler. Ich habe gerade Leon übrigens gezogen, ne? Alter, ich krieg's, Digga, schon wieder legendärer Star-Drop. Aber, oh, Bling. Ja, Bling. Ja, ich auch. Warte, komm. Und wieder legendärer Star-Drop. 3, 2, 1. Yes, nächster Brawler. Ja, ja, Mann, Sam, hier. Bro. Ich hab Dings hier, Amber gezogen gerade. Amber hast du? Ja, ja. Digga. LOL! Gruselclown Sam, das ist krass. So. So, Kevin. Yes! Oh, der nächste Brawler! Star-Drop. Ah, okay, nur ein Skin. Ich hab nochmal Stu gezogen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, warte, ich zieh jetzt aus dem epischen Star-Drop ziehe ich jetzt Melody raus. Oh, Piper! Na, shit. Bei mir läuft richtig, sage ich dir, Kevin. Ja. Warte. Oh, jetzt! Ja, legendärer Star-Drop wieder. Easy. Freunde, okay. Alle mal Hashtag legendäres Ei. Hey Leute, Kevin tut so pranken, der hat nicht einen überhaupt bestimmt, aber guck mal Leute, mein sechster epischer Maisie einfach, let's go. Ja, ich habe irgendwie schon so 4 Brawler oder so gezogen. Okay, ich bin jetzt beim letzten Star-Drop, der ist ja eh legendär. Okay, ja, ich bin jetzt auch beim letzten tatsächlich. Okay, legendärer Star-Drop. Ah, du bist auch beim letzten? Ja, dann würde ich sagen, komm, den öffnen wir mal zusammen. 3, 2, 1, go! Und... LOL! Ja! Oh, Bandiga. Was hast du? Ich habe Angelo gezogen. Oha, das ist stark. Okay, dann lass jetzt mal in die Brawler-Übersicht gehen und dann vergleichen wir mal, okay? Warte kurz. Also Leute, ihr seht hier, was ich gezogen habe. Ich glaube, Kevin hat zu 100% weniger Brawler. Er wird so ausrasten. Okay, Lukas, ich bin bereit. Ja, okay. Bist du bereit? Warte kurz. Ja, okay. 3. Bildschirmübertragung anmachen oder was? Ja. Okay, 3, 2, 1, zack. Yeah! Ey, Bro, Digga, was ist das denn? Was für ein Pokal im Gebüsch? Digga, ich hab alle legendären gezogen. Nee. Bro, guck mal, ich hab hier 7 Brawler gezogen. Digga, ich hab die alle aus den Star-Drops gezogen, Bro. Ich hab for real gemacht, Mann. Nee, ist eh nicht der Account, das geht gar nicht. Doch! Ja, wirklich, das ist der. Hätte der nicht... Nein! Der hat irgendwas mit 200 Pokale, der hat nur 56. Ja, Bro, Digga, ich hab einfach einen anderen... Zeig mal, dass du den Brawl Pass durchgejammt hast. Zeig mal. Geh mal da drauf. Ja, hab ich. Hey, die sind ja noch alle offen. Was hast du gemacht? Junge, Kevin, du hast verloren. Das ist aber fucked, Alter. Du kriegst deine 10.000 Juwelen nicht. Bruder, was hast du denn gemacht? Du bist wieder... Was ist das für ein Account? Das ist doch wieder Deathbild oder so. Bro, was für Deathbild? Alle. Digga, ich hab alles gewonnen, Bro. So ein Ding ist das. Alle 5 Challenges. Krass. Was? Ruf mich nie wieder an. Ich lösch deine Nummer. Ich hab den Eierkopf mit Boxsäcken zersmasht, Leute. Ciao.